Frankreich steht vor einer Zäsur. Macron hat uns verloren. Nach der haushohen Niederlage seiner Partei bei der Europawahl hat der französische Präsident Neuwahlen angesetzt. Sonntag wird ein großer Sieg, ein ganz großer Sieg. Das ist der Shootingstar der Rechtspopulisten, Jordan Bardella. Er will Frankreichs neuer Premier werden. Es geht darum, die Ordnung und Sicherheit im ganzen Land wiederherzustellen. Gemeint sind damit auch die Banlieues, migrantisch geprägte Vorstädte rund um Paris. Sind wir so gefährlich? Rechte Aktivisten spielen mit der Angst. Man sagte zu mir, du Weiße, geh in dein Land zurück. Und viele Linke können sich nicht von der Gewalt distanzieren. Brennen nach der Stichwahl am Sonntag wieder die Banlieues? Wir zerstören doch nichts um des zerstören Willens, sondern weil wir so unsere Wut ausdrücken. Die linken Reste müssen weg. Hier leben jetzt die Rechten. Da, wo der Großraum von Paris endet und das weite Land beginnt, im Landkreis Essonne, hat jeder Vierte bei der Europawahl für die Partei von Marine Le Pen und dessen Vorsitzenden Jordan Bardella gestimmt. Guillaume und seine vier Parteifreunde sind Teil des Erfolgs. Ich unterstütze sie, weil es die einzige Partei ist, die die Franzosen verteidigt und Frankreich immer vor alles andere stellen wird. Guillaume ist Bäcker. Die Regierung hat er satt, denn die helfen nicht ihm, sondern nur den anderen. Zum Monatsende lande ich immer bei Null. Ich habe kein großes Gehalt. Ich bekomme keine Hilfen, während andere, die nichts tun, vom Staat unterstützt werden. Stets an seiner Seite ist Morgan. Die 30-Jährige ist die rechte Hand der Abgeordneten in diesem Wahlkreis. Sie fühlt sich in dem Frankreich von Präsident Macron nicht mehr sicher. Man sagte mir, du Weiße, geh in dein Land zurück. Ich würde mir nie erlauben, das zu irgendjemandem zu sagen. Immer wenn ich nun abends unterwegs bin, habe ich Angst. Ich bin ein Mädchen, ich bin verletzlich, ich bin alleine. Das ist unaushaltbar. Mit Jordan Bardella soll das nun alles anders werden. Der verspricht konsequentes Durchgreifen bei denen, die sich nicht ans Recht halten. Der Vorsitzende der Rechtspopulisten steht hoch im Kurs, besonders bei den jungen Leuten. Es gibt da eine große Begeisterung für Jordan Bardella. Das ist schon beeindruckend. Und diese Begeisterung steigt stetig. Er versammelt sie einfach alle. Die Jungen, aber auch die Älteren. Jeder sagt mir, wie wunderbar Bardella ist, wie toll er ankommt. Insgesamt 20 Stops werden Morgan und ihre Freunde machen zum Plakatieren. Ihre Botschaften von Sozialschmarotzern, von migrantisch geprägten Vierteln, in denen Kriminalität und große Unsicherheit herrsche, kommen hier bei vielen Wählern gut an. Ich bin emigriert, das sehen Sie ja. Aber ich mag diese Leute nicht, die hierher kommen und Frankreich keinen Respekt zollen. Ganz einfach, wir stecken im Dilemma. Aber was soll ich Ihnen sagen? Macron hat uns verloren. Hat sich der französische Präsident, der nach der Niederlage seiner Partei bei der Europawahl das Parlament auflöste und zu Neuwahlen aufrief, tatsächlich verzockt? Hat Frankreich demnächst einen extrem rechten Premierminister? Vergangenen Sonntag, der erste Wahlabend. Wir treffen unverhofft Bäcker Guillaume wieder. Er ist einer der Sicherheitsmänner des Rassemblement National. Sprechen will der junge Mann hier nicht mehr mit uns. Ein Saal voller Pressevertreter wartet. Das Ergebnis dann eindeutig. Die Rechtspopulisten haben mit 33,4% die erste von zwei Runden gewonnen. Und Bardella wähnt sich schon als neuer Premierminister Frankreichs. Ich will ein Premierminister für den Alltag werden, der prioritär die Kaufkraft verteidigt, die Ordnung und Sicherheit im ganzen Land wiederherstellt und die Migrationspolitik in die Hand nimmt. Bardella ist der Shootingstar des RN und gibt vor zu wissen, wovon er spricht. Im Wahlkampf wird er nicht müde zu betonen, dass er selber aus einem schwierigen Viertel stamme, aus den sogenannten Banlieues. Jenseits der schicken Pariser Innenstadt dominieren migrantisch geprägte Vorstädte mit oft hohen Kriminalitätsraten. Eine von ihnen, Villiers-sur-Marne im Pariser Osten. Da ist eine Kamera. Da am Eingang noch eine.
und dort in allen Gebäuden. Wir werden konstant überwacht. Das erlaubt der Polizei eine dauerhafte Kontrolle, wer hier was macht. Mara, Bamba und Johann sind hier aufgewachsen. Sie kennen das Gerede der Rechten darüber, die Ordnung wiederherzustellen. Nur was genau das bedeuten soll, verstehen sie nicht. Was soll das heißen? Mehr Sicherheit? Die Polizei verstärken? Sind wir so gefährlich? Ich weiß es nicht. Wir sind doch nicht gefährlich. Das sehen Sie doch. Wir interessieren uns aber natürlich dafür, was hier passiert. Politisch seien sie eigentlich nie gewesen. Aber stillsitzen könne man jetzt angesichts des Vormarsches der Rechtspopulisten auch nicht mehr. Sollten die es wirklich an die Macht schaffen, dann könnte die doppelte Staatsbürgerschaft und das Geburtsrecht ausgehebelt werden. Die Asylgesetze könnten drastisch verschärft werden. Davon sei dann fast jeder hier betroffen. Das ist so egoistisch. Unsere Eltern haben sich kaputt geschuftet für Frankreich. Mein Vater war nie arbeitslos. Heute ist er Rentner. Das ist undankbar, richtig undankbar. Die Atmosphäre hier ist super angespannt. Der Rassismus wird immer offener ausgelebt. Man begegnet ihm sehr viel mehr in den letzten Monaten. Und wenn der RN gewinnt, wird das sicher nicht besser. Und obwohl sich die Politik der Rechtspopulisten gegen sie richtet, Mara und Johann verstehen den Hype um den gerade einmal 28-jährigen Bardella dann doch. Auf TikTok ist er explodiert. Viele sagen, sie haben Bardella gewählt, weil er Charisma hat. Er gibt einem Lust, wählen zu gehen, auch wenn man seine Botschaft nicht gehört hat. Einfach mit seinem Gesicht, wie er in die Kamera schaut. Er spricht gut, er gestikuliert gut, das macht Lust. Aber man darf sich davon nicht täuschen lassen. Viele fallen darauf rein, hören nicht richtig hin. Du musst wirklich zwischen den Zeilen lesen. Wie bei Arbeitsverträgen, schau genau aufs Kleingedruckte. Sie werden gegen Bardella stimmen und unterstützen den linken Kandidaten des Wahlkreises. Wir mobilisieren gegen den Hass des RN für Adel Amara. Das ist unser großer Bruder. Er hat uns hier alle aufwachsen sehen. Ich stimme natürlich für ihn. Ich hoffe, er gewinnt. Doch was, wenn der Rassemblement National auch in der zweiten Wahlrunde so erfolgreich abschneidet? Brennen dann, wie so viele befürchten, wieder die Banlieues? Jeder drückt seine Wut auf eine andere Art aus. In den Banlieues ist das eben der Weg. Wir zerstören doch nichts einfach so, sondern weil wir so unsere Wut ausdrücken können. Wir haben keine Geduld, auch wenn es sich am Ende gegen uns wenden wird. Deswegen sagen alle, wir werden uns hier nie ändern. Mara, Johann und die anderen wissen, dass Gewalt zu nichts führen wird. Und trotzdem, so richtig distanzieren davon wollen sie sich auch nicht. Und genau das machen sich die Rechtspopulisten zunutze und kommen damit richtig gut an bei einer Bevölkerung, die solche Viertel nur auf Gewalt und Ausschreitungen reduziert. Zurück zu Morgan, die sich als Weiße um ihre Sicherheit sorgt. Noch einmal kräftig Stimmen fangen vor der Stichwahl am Sonntag, lautet die Devise. Mit Bedacht verteilen die Rechtspopulisten an jeden potenziellen Wähler einen Flyer, bloß jedes Vorurteil vermeidend. Doch ein rechter Sympathisant kann es dann doch nicht so ganz lassen und greift einen linken Wahlkämpfer verbal an. Der wehrt sich. Du bist ein kleiner faschistischer Provokateur. Beweis es mir doch. Du, mein Freund, dagegen machst doch gemeinsame kriminelle Sachen mit Macron. Fass mich nicht an, Opi. Fass mich nicht an. Verseuch mich nicht. Der Konflikt ist Morgan und den anderen sichtlich unangenehm. Sie wollen ein anderes Bild von sich zeichnen. Wir haben 12 Millionen Menschen, die uns wählen. Wir können nicht alle kontrollieren, aber so sind wir auf jeden Fall nicht alle. Ihre Kampagne werten sie trotz solcher Zwischenfälle als vollen Erfolg, den sie am Sonntag in der Stichwahl noch einmal toppen wollen. Sonntag wird ein großer Sieg, ein ganz großer Sieg. Aber gewonnen haben wir schon jetzt. Wir haben viel mehr Sitze als vorher. Und jetzt hoffen wir auf die absolute Mehrheit, damit wir regieren können und das Land wieder aufrichten. Ob die Rechtspopulisten tatsächlich eine absolute Mehrheit erreichen können, das wird sich zeigen. Fest steht, Frankreich ist tief gespalten in zwei politische Extreme, rechts und links, die nur eines vereint. Der Groll gegen das Mittellager um Präsident Macron.